Eine Königsfamilie abzusetzen, das ist ein Problem, das es zu lösen gilt. Daher wurde die Zustimmung aller Franken, wie es in den Quellen heißt, gemeint sind natürlich nur die Großen des Reiches, eingeholt. Danach wandte man sich an den Papst. Er sollte ein Gutachten höchster Autorität verfassen. Die Gesandten, anzunehmen ist eine Delegation von Bischöfen, berichteten dem Papst, dass der König in dieser Zeit keine Podestas besitze und fragten daher, ob dies gut oder schlecht sei. Der Papst bedeutete dem Fragenden, es sei besser, dass jener König genannt werde, der auch die Podestas besitze. Daher soll Pippin König werden. Mit dieser Involvierung des Papstes wollte man sich der kirchlichen Zustimmung des Machtwechsels versichern. Eine byzantinische Quelle berichtet, der Papst habe Pippin vom geleisteten Treueeid an den König entbunden. Der theologischen Lehre der Zeit nach besaß der Papst aufgrund seiner Schlüsselgewalt die Vollmacht, Treueeide zu lösen, auch bei Königen. Daraufhin schritten die Karolinger zur Tat. König Kilderich III. Wurde in einem Kloster seine Würde, seine Insignien und sein Titel entzogen. Man scherte ihm die Haare, machte ihn zum Mönch und sperrte ihn in ein Kloster ein. Auch mit Kilderichs Sohn wurde so verfahren. Dies war im Frühmittelalter eine durchaus gängige Praxis, die dann zum Beispiel auch bei der Absetzung Herzog Tassilos III. Von Bayern wiederholt wurde. Bei der Erhebung Pippins wurde peinlich genau auf alle notwendigen Handlungen und Rituale geachtet. So wurde eine Wahl per Akklamation vorgenommen und anschließend der Treueeid geleistet. Unisono wird auch von einer Salbung berichtet. Salbungen sind im kirchlichen Bereich seit dem frühen Christentum üblich. Das aus den Früchten des Ölbaums gepresste Öl wurde vor allem für die Krankensalbung verwendet und in der Antike durchaus auch noch getrunken. Erst im Mittelalter kam der Brauch des Trinkens ab. Auch im Zusammenhang mit der Taufe kam früh eine Salbung auf, die in der Firmung ihre Fortsetzung fand. Ebenfalls wurden Priester und Bischöfe bei ihrer Weihe gesalbt. Der Brauch, Amtsträger für ihre Funktion zu salben, kommt aus dem Orient. Der mittelalterliche Brauch der Königssalbung geht auf das Alte Testament zurück. Die Salbung diente der Festigung der Herrschaft, ging prinzipiell von Gott aus und wurde durch einen Propheten gespendet. Damit gelangte der alttestamentarische König in die Nähe zu Gott, er wurde dessen Beamter. Das wirkungsmächtigste Beispiel im Alten Testament war wohl die Salbung Salomons, die im Auftrag Davids stattfand. Salbungen eines Königs sind erstmals 672 bei den Westgoten überliefert. Sie förderten ja eine Sakralisierung des Königtums. In Irland sind um 700 Königssalbungen propagiert worden, allerdings nicht umgesetzt worden. Die Salbung eines neuen fränkischen Königs lag also durchaus im Trend der Zeit, allerdings stammen die Quellen dazu aus einer viel späteren Zeit. Zusätzlich wären die beteiligten Personen gar nicht geeignet gewesen, die Salbung zu spenden. Die Königssalbung wurde vermutlich also erst später zur Erzählung hinzugefügt, dürfte allerdings einen glaubwürdigen Hintergrund haben. Am 28. Juli 754 salbte Papst Stephan II. Pippin und seine Söhne im Kloster Saint-Denis, allerdings im Rahmen einer Firmung. Es war dies ein Akt, den die gallische Kirche noch nicht hatte und der diese Kirche stärker an Rom binden sollte. In Rom war die Firmung zu dieser Zeit bereits üblich. Die Handlung der Salbung Pippins ist also nicht im Kontext einer Königserhebung zu sehen, sondern als kirchenpolitische Maßnahme. Allerdings kann die Maßnahme auch als eine Sanktionierung der neuen Verhältnisse im Frankenreich gewertet werden.
eigentliche Königssalbungen gab es für die Frankenkönige dann erst ab dem Ende des 8. Jahrhunderts.